Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Simba, dem Ridgeback. Dass so ein Ridgeback ein sensibler Hund ist, ich denke mal, das weiß jeder. Das steht auch so ziemlich in jedem Rasseporträt. Und ja, das ist halt schon mal eine schöne Sache, dass man es überhaupt mal weiß. Was ist aber damit gemeint? Also mit sensibel, klar, ich denke mal, jeder wird sich da erahnen können, also dass man mit dem Hund zum Beispiel mit Gewalt überhaupt nicht weit kommt. Ne? Also wenn man ihm sagt, du darfst das nicht und haut ihm auf die Glocke, das ist ja kontraproduktiv. Ja? Dann sorgt man nur dafür, dass man ein sehr schlechtes Verhältnis hat zwischen sich und dem Hund. Aber ich denke, das ist irgendwo einleuchtend und bedarf keiner weiteren Erklärung. Was allerdings auch eine Form von ja, Sensibilität oder auch Ängstlichkeit, ja, es trifft es wohl dann besser, ist, der reagiert schon ziemlich verstört auf Veränderungen, ja, und wird dann dadurch auch ja, ängstlich halt. Ich will da mal ein Beispiel bringen aus den Videos, die ihr jetzt schon kennt. Und zwar hatten wir doch mal dieses Leinenführigkeitsvideo gemacht und da lag so ein so ein Heuballen, so ein umwickelter. Und da hat er tierisch Schiss vorgehabt, obwohl es einfach nur so ein blöder Heuballen ist. Ne? Und jetzt haben wir zu Hause die Situation, dass sich da auch was geändert hat. Und ich würde euch jetzt einfach mal mit nach Hause nehmen und dann zeige ich euch das, was explizit ich da meine. Und zeige euch dann auch, was wir dagegen tun, beziehungsweise was man dagegen tun kann, um so einen Hund ein wenig mutiger und selbstsicherer zu machen und das Vertrauen zwischen Mensch und Hund ein wenig zu stärken. Bis gleich. Ja, hier sind wir jetzt also am Tatort sozusagen und ich muss ein bisschen ausholen, um zu erklären, was hier passiert ist. Also unser Hund, der Simba, der ist mal hier die Treppe sozusagen runtergefallen. Ja? Also jetzt nicht bis ganz unten hin oder sowas, ne? Aber der hat sich so auf halber Höhe, ich sag mal so ungefähr, ich versuch's mal so zu zeigen, so etwa da, ja, so da die Ecke muss das gewesen sein, da hinten. Der ist halt ausgerutscht, ja, und ist halt eben so, ja, so 2-3 Stufen runtergeflogen. Gott sei Dank hat er sich nichts getan, aber der Hund hat das natürlich mit dieser Treppe verknüpft, dieses Erlebnis, und dann hatte der richtig, richtig Angst, diese Treppe runterzugehen. Und es gibt natürlich mehrere Wege, wie man das lösen kann. Unter anderem ist ein Weg, dass man sagt, naja, du hast dir das selber eingebrockt, Digga, jetzt musst du da auch selber durch. Und wir haben also Rücksprache gehalten mit unserem Hundetrainer, was kann man machen? Das war halt einer der aufgezeigten Wege, der hat aber nicht so doll funktioniert. Ich will auch zeigen, was dabei rausgekommen ist. Also Simba stand dann hier oben und hatte so Panik bekommen dann mit der Zeit, dann hat er da, ich hoffe man sieht das, ja, da sind so Kitschen drin, ja, in der Stufe. Das ist von der Kralle, also er hat da nicht reingebissen oder so, sondern er hat dann so gescharrt, ja, und das hat das ausgelöst, ne, also ist nicht schön, ich krieg das wieder hin, ich bin handwerklich gar nicht so unbegabt, also jedenfalls, aber das ist dabei passiert und mit anderen Worten, das zeigt natürlich, das war überhaupt keine Option. Ja. Also letztlich war es dann so, meine Frau und ich, wir haben uns hier auf die Treppe gesetzt, ein bisschen mit dem Leckerli gewunken, ja, und den Hund zu animieren, halt doch wieder die Treppe runterzugehen. Hat er dann auch irgendwann gemacht, aber das war auch eine Tagesaufgabe. Ich rede also jetzt nicht davon, dass es innerhalb von 10 Minuten oder einer halben Stunde gegessen war. Das war eine Tagesaufgabe. Wir sind auch immer wieder dann die Treppe hoch und runter mit ihm, um ihm halt ja, die Sicherheit zu geben. Allerdings war uns auch klar, Mensch, wir können das mit der Treppe hier nicht so lassen. Und deswegen haben wir dann irgendwann diese wie nennt man das, Treppenteppiche, ja, diese Dinger hier, ja, also das da haben wir dann da drauf gemacht, ja. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Und ja, was Neues. Und dann noch auf der Treppe, wo er eh so ein bisschen so miese Erlebnisse hatte und sowas, ja. Und dann hing der also wieder hier und hat gebockt, ja, und wollte nicht runter und war ängstlich und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist es so, dass wenn wir dann Körperkontakt zu ihm halten, dass er dann auch die Treppe runtergeht oder andersrum. Das ist jetzt nicht mehr so, jetzt geht er die Treppe natürlich normal runter, aber dieser Punkt, oh Mensch, ich habe jetzt Angst vor der Treppe, was soll ich denn jetzt anstellen und so weiter, um diesen zu überwinden. Da hat es dann ausgereicht, um ihn halt einfach anzufassen. Entweder nimmt man ihn am Halsband, ja, so, dass man da so reingreift, oder man legt ihm halt eben die Hand so oben auf, ja, auf den Rücken. Und das hat ihm dann die Sicherheit gegeben, die Treppe runterzugehen.
So, ich will jetzt mal eben zeigen, wie das aussieht, wenn man ihn also hier berührt, um ihm die Sicherheit zu geben. Ich lege also einfach hier die Hand drauf und dann kommt er schon. Also ne, natürlich kann er das jetzt. Ich wollte es jetzt einfach nur mal zeigen, wie es so aussieht. Ne? So, und dann geht er halt hier runter. Jo. Ja, das ist mittlerweile kein Thema mehr. Es geht natürlich hoch und runter ohne Probleme. Ja, also so soll es ja auch sein. Aber an dem Punkt muss man halt erstmal kommen. Und ich gehe jetzt eben nochmal zum Hund, dass ihr auch den Hund seht und jetzt nicht nur diese profane Treppe da. Moment. Ja, wir sind jetzt also fertig mit unserer Morgenrunde. Und deswegen wird er sich mit Sicherheit auch gleich ablegen. Und ja, aber ich wollte ja wenigstens, dass ihr den Hund auch ein bisschen seht. Ne? Also ich meine mit Körperkontakt, dass man einfach so leicht so anfasst. Ne? Oder halt eben, dass man eben so am Halsband greift. Ne? Also einfach nur so, ich versuche das mal einzufangen hier. Ne? Einfach nur so die Hand da rein. Ne? Also nicht irgendwie, dass man den die Treppe runterzerrt oder sowas. Gar nicht. Simba, komm mal da. Komm mal Platz. Fein. Und ja, so kann man das also machen, dass man dem Hund dann so ein bisschen Sicherheit vermittelt. Aber das kann man auch üben. Und zu dieser Übung kommen wir jetzt. Ja, das seht ihr auch gleich live noch. Ne? Also das will ich euch nicht vorenthalten. Ich will davor nur ein paar Worte sagen. Nicht, dass ihr denkt, mein Gott, was machen die denn da? Wollen den Hund zum Zirkus schicken oder so? Nee. Also wir haben Boxen genommen. Ja, seht ihr gleich alles im Video. Das sind so Boxen, die haben wir rumgedreht. Und er muss halt eben da drüber laufen, beziehungsweise darauf sitzt oder Platz machen. Und das soll halt eben dem Hund die Sicherheit geben, dass wenn ihr was von ihm wollt, dass das ja nichts ist, was er nicht schaffen kann. Und dass ihr ihm natürlich die Sicherheit gebt mit eurer Anwesenheit, dass er sich auf euch verlassen kann. Das soll auch das Vertrauen so ein bisschen stärken und so. Und ich würde sagen, ich spanne euch gar nicht länger auf die Folter, sondern hau jetzt einfach mal das Video rein von dieser Trainingsrunde. Und dann hören wir uns gleich einfach nochmal. Hier, da kommen welche neue. Fein hast du das gemacht. Super. Ja, so machen wir das halt, ja. Und ich hoffe mal, dass das System, was man sich dabei denkt, dass das so ein bisschen einleuchtend ist. Ja, also für mich ist es das jedenfalls, deswegen machen wir das halt auch. Und ja, mit der Zeit kann er das natürlich dann immer besser. Und da muss man natürlich mal sehen, dass man noch ein paar mehr Hindernisse da einbaut oder das Ganze ein bisschen verändert, dass es vielleicht ein bisschen wackeliger wird. Man kann auch hergehen und ein Brett nehmen und irgendwie da was drunter machen, dass das dann so ein bisschen hin und her wackelt oder so. Hauptsache, der Hund muss sich so ein bisschen überwinden, das zu tun, ja, weil das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, es ist für ihn unangenehm, aber er hat halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Respekt davor, sagen wir mal so. Und ihr helft ihm dann, das zu überwinden. Das ist eigentlich, man macht das dann zusammen, ja, das ist ein Erlebnis, was so ein bisschen dann zusammenschweißen soll. Falls sich jetzt der ein oder andere gewundert hat, warum da noch so eine Mülltüte, so eine Plastikfolie da zu sehen war, ja, die knistert halt. Ja, also wenn der da drüber läuft, dann knistert die, das steigert das Ganze dann halt auch noch ein bisschen. Da gibt es also mannigfaltige Möglichkeiten, was man da machen kann, auch mit ganz einfachen haushaltsüblichen Mitteln. Und ich denke und hoffe, das System ist klar geworden. Falls da noch irgendwie Fragen zu sind oder ihr das ganz, ganz doof findet oder auch ganz super, ja, dann lasst mich gerne wissen. Haut es in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Und unser Hund, schläft er schon? Simba? Nee, der schläft noch nicht. Ja, dann sagt er eben nochmal Tschüss, ne? Und dann verbleiben wir mal so. Kriegt er noch ein Leckerli dafür. Da. Das ist eine Sache, die kann ich auch nochmal erwähnen, wie vorsichtig dieser riesige Hund, also er ist ja wirklich groß, ja, wie vorsichtig dieser riesige Hund so kleine Leckerlis da nehmen kann. Guck mal, so klein sind die und so vorsichtig macht er das, ja. Also ich meine, man merkt natürlich, dass die Schnauze an die Hände kommt und alles, aber ja, wollte ich einfach mal gesagt haben. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.